Hallo, ich bin Caroline Richter vom Bayreuther Tagblatt. Wir sind heute bei der Faschingsgesellschaft Schwarz-Weiß aus Bayreuth und wir trainieren mit der Jugendgarde, beziehungsweise ich. Ich bin gespannt, ob es schwierig wird oder nicht. Schauen wir mal. Jugendgarde sind die Mädels zwischen 6 und 10 Jahre. Es sind jetzt 21 Mädels in dieser Saison und ja, die Mädels trainieren eben das ganze Jahr, um dann einen Auftritt oder in der Saison so zwischen ja, 15 und 20 Auftritte zu machen und werden auch Turniere tanzen. Also das ist unsere Turniergruppe, sag ich mal, in der Altersklasse. Wir haben in der gleichen Altersklasse noch die Gardeflöhe. Da versuchen wir quasi die neu bei uns in den Verein kommen, langsam an den Tanzsport heranzuführen. Durch verschiedene Spiele, dass ein Taktgefühl bekommen, die Schwierigkeiten langsam gelernt werden und dann ist eben der nächste Schritt die Jugendgarde. Wir haben uns jetzt aufgewärmt. Bis jetzt hat es noch ganz gut geklappt. Schauen wir mal, wie es weiter funktioniert. Wir haben jetzt ein Stück der Choreografie einstudiert und ich muss sagen, das ist gar nicht so leicht, sich die ganzen Schritte zu merken. Und mein Bein, ja, könnte noch ein bisschen höher werden. Ich schau mal. Aber ich glaube, ich habe jetzt meine Grenzen erreicht. Ich heiße Jana, ich bin 8 Jahre alt. Und wie lange tanzt du schon hier? 3 Jahre. Ich bin die Alia, bin 8 Jahre alt und tanze auch schon 3 Jahre. Was gefällt euch denn am Gardetanz? Also mir gefällt alles. Mir gefällt auch alles, aber am meisten den Sprungspagat. Ich bin raus. Es war schon anstrengend, vor allem hat es auch viel mit Konzentration zu tun, sich die ganzen einzelnen Schritte zu merken und natürlich auch, dass man sich auf seine Gruppe verlassen muss. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es erstmal geschafft habe, auch wenn es Spaß gemacht hat.